Hinaus! Die Aussprache ist immer noch flüssig. Ich darf ihn zu fragen, hat ich ihm mal Kragen. Was soll es ihm sagen? So wird er nicht sagen. Darf ich wohl es wagen? Lass mir ihn schlagen. Gib alles zu sagen. Die werde ich nicht fragen. Darf ich mal so? Der flüchtendes Patron. Darf ich mal so? Sache, mir Haarklein zu erzählen, nicht das Gerückte zu verhehlen, indes ich mir Notizen mache. Der Fall ist unentgeltlich, wie Sie gleich werden sehen. Sogar verwickelt ziemlich, das muss man eingestehen. Denn so geben Sie's Protoknoll, worin ich Sie verkleiden soll. Seltsam Abenteuer ist gestern mir passiert. Man hat mich aus Versehen hier in Arrest geführt, weil ich mit dieser Dame ein wenig dezukiert. Ein Glück, dass es so kam, Sie handelte die Fahrt. Was kommt denn Ihnen in den Sinn? Sie soll mich ja verteidigen. Verzeihen Sie, wenn ich heftig bin, der Gegenstand reißt so mich hin. Sie nicht begleiten, nein, ich soll sie ja verteidigen. Mein Herr Notar, das wird getan, sie sind so wahr, sie sind so wahr. Nicht Mut, ich soll sie Mut, machen wir ganz gut, machen wir ganz gut, ganz nicht gut. Verzeihen Sie, wenn ich heftig bin, der Gegenstand reißt so mich hin. Ich wollte Sie nicht beleidigen, nein, ich soll Sie ja verteidigen. Ich bitte mir alles zu gestehen und nicht zu übersehen. Ist kein Detail mehr übersehen, ist alles gestehen. Was sollen diese Fragen hier? Mein Herr! Ich bitte zu gestehen, ist alles gestehen. Mein Herr, kommen Sie von mir, was sollen diese Fragen hier? Ich frage Sie aufs Gewissen. Ist weiter nichts geschehen, denn alles muss ich wissen. Alles muss ich wissen. Mein Herr! Mein Herr! Mein Herr! Es scheint fast, als empfinden Sie für meinen Gatten Sympathie. Schändliches Betrogen. Er hat die ganze Verlust mit jungen Damen zugebracht.
denn nun? Sagen Sie, was soll man tun? Geben Sie uns Mittel an, wie man diesem Ehemann eine Nase drehen kann. Das ist so viel, welche nicht viel. Was soll das sein? Mein Herr, wo soll nicht sein? Erzieher der Verbrecher, die Strafe bricht herein. Hier stehe ich als Rächer, ich selbst bin als Stein. Eisenstein! Er selbst ist Eisenstein! Ja, 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 ich bin's, wenn ihr belogen, aber rächen will ich mich, es fürchte ich! Allerliebster kleiner Dame, Öhrchenmacherchen! Was? Du warst meine Angebetete? Oh, ich strafe. Also, Sie sind der Eisenstein. Jawohl, ich bin Herr Eisenstein. Und Sie werden mir Satisfaktion geben, und zwar sofort. Nehmen Sie die Hände aus meinem Schlafrock. Bitte gern, aber bitte gern. Aber dafür werden Sie die nächsten 7 Tage im Arrest absitzen. Aha. Einen habe ich nämlich für Sie schon spendiert. Ja, ich soll den Arrest. Ja, ich denke ganz dran. Ich denke dran. Aha, wie ich sehe, hat sie schon eine kleine Erkennung. Jawohl, und der Herr von Eisenstein brennt darauf, von Ihnen persönlich eingesperrt zu werden. Ich gehe nun einmal nicht in den Arrest. Wer will mir beweisen, dass ich Eisenstein bin? Geht's vom uns weiter? Was ist denn das für eine Frechheit? Herr Direktor, die Damen von Nummer 13 wollen sich nicht von mir baden lassen. Was ist los? Hier ist meine verflossene Gnädige. Werde ich gleich eine verfließen. Oh, und der Herr von Eisenstein. Also, was kümmert mich dieses Zeugnis? Ich gehe nun einmal nicht ins Gefängnis. Dann werde ich noch andere Zeugen hereinbitten. Da bin ich aber neugierig. Alles, was dir Sorgen macht, war ein Scherz von mir, Herr Dach. Und wir alle spielten mit. Wieder Brink? Ich spielte mit. Und Adele? Ich spielte mit. Ihr Souper? War nicht als Miete. Doch mein Schlafrock. Requisite. Wanne Seligkeit entzückt. Oh, wie macht dies wirklich froh. Gattin, lass ans Herz dich drücken. Warum nicht grad alles so? Wir wollen in den Glauben, der ihn bedrückt. Als Freund und Vater bilden lassen fürs Theater. Nein, ich lasse es uns mit sehen. Solch Talent mir nicht entgehen. Das ist bei mir so Sitte, Jacques Assombo. Sie ist bei mir so Sitte, Jacques Assombo. Rosalinde. Rosalie. Verzeih deinem Träumen, Gabriel. Du siehst nur der Champagner. Champagner!